Ja, ich bin natürlich stolz auf jeden Fall, aber es ist trotzdem noch ein sehr, sehr langer Weg. Es ist trotzdem sehr wichtig, jeden Tag hart zu arbeiten und jeden Tag mit neuer Energie ins Training zu kommen. Und das versuche ich einfach ja, Tag für Tag ja, zu erleben und durchzuarbeiten. Ich spiele sehr viel, ich bekomme Powerplay-Zeit, Unterzahl, also Special Teams und auch ja, Eiszeit in der Overtime. Und dafür arbeitet man jeden Tag. Dafür ist man happy, dass man auf dem Eis stehen kann und das freut mich natürlich. Das, denke ich, ist auch ein großer Verdank des Teams. Wir bewegen die Scheibe sehr ordentlich, vor allem auch im Powerplay. Und das macht es natürlich dann sehr, sehr einfach. Ziele sind natürlich, wir wollen Leuten beweisen, dass wir ja, more competitive sind, dass wir Spiele gewinnen können, auch gegen große Mannschaften, und dass wir uns nicht mehr verstecken wollen. Und ich glaube, bislang gelingt uns das sehr, sehr gut. Und persönlich natürlich will man einfach viel Eiszeit, man will viel lernen. Und man möchte natürlich bei wichtigen Entscheidungen auf dem Eis stehen. Ich denke, wir haben noch viel Potenzial. Da ist noch viel, viel Luft nach oben. Aber ich denke, wir machen auch sehr viel richtig. Müssen nur einfach noch ein bisschen das Timing herausfinden, wann welche Sachen gehen und wann man vielleicht das Spiel ein bisschen einfacher halten sollte. Und ich glaube, dann sind wir auf einem sehr, sehr guten Weg. Ja, da gibt es natürlich viele. Ich verstehe mich unglaublich gut mit Lukas. Der wohnt jetzt auch erstmal eine Zeit lang bei mir. Ja, und wir haben viel Spaß zusammen. Aber die Jungs machen es mir sehr, sehr einfach. Da kann man, glaube ich, jeden in der Kabine nennen. Das ist einfach eine unglaubliche Freude, jeden Tag in die Kabine zu kommen und Geschichten sich auszutauschen und irgendwas Neues zu erfahren. Also sehr, 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 sehr schöne Sachen. Sehr cool natürlich. Man kann ein bisschen sich unterhalten, ein bisschen Deutsch sprechen, auch mit Pierce natürlich, der natürlich auch Deutsch sprechen kann. Ja, ist natürlich einfach so ein bisschen Heimatgefühl auch ein bisschen da. Das macht es natürlich umso schöner.